Finale. Und wir sehen es, Leute. Das Finale steht vor der Tür. Es heißt Deutschland gegen Polen. Deutschland will das im eigenen Land gewinnen. Und Polen möchte natürlich auch die EM gewinnen. Ich hoffe, es klappt. Es wird schwer. Deutschland will halt den Pokal zu Hause lassen. In der Hauptstadt. Und ja, dann quatschen wir lange ihn rein. So, Leute, und da sind wir im Olympiastadion angekommen. Deutschland gegen Polen. Als Nachbarduell. Ist ja auch nicht weit von Berlin rüber nach Polen. Aber die Polenspieler haben natürlich in Deutschland übernachtet. Und da sehen wir diesen wunderschönen Pott. Deutschland mit Füllkrug. Dann Florian Wirtz, Musiala. Der Robert Andrich, Iga Gynoian, Joshua Kimmich, Jonathan Tah und Schlotti. Die Spieler, die wir jetzt erstmal sehen konnten. Und da sehen wir unsere Polenspieler. Mit Piatek, Buksa, Zaleski und. Und natürlich Szczęsny. So, dann kommen wir jetzt hier erstmal zum Pott und damit auch zu der Aufstellung von Deutschland. Im Tor Marc-André ter Stegen. In der Abwehr Mittelstädter, Schlotterbeck und Kimmich. Davor Emre Can und Andrich. Und da vorne Möller, Wirtz und Musiala. Und vorne im Sturm Füllkrug. Neuer nur auf der Bank. Und dann kommen wir auch direkt gleich auf die Startaufstellung von Polen noch. Und da gehen wir halt auf wie unverändert rein. Lewandowski als Backup nur auf der Bank. Und somit auch jetzt die Startaufstellung von Polen. Im Tor Szczęsny. Davor Bednarek, Davtovic und Kivio. Davor Piotrowski, Zalewski, Zielinski, Szymański und Frankowski. Und vorne Piatek und Puk. Da von Anfang an. Und dann quatschen lange und gehen rein in die Partie. Let's go. Der Ball rollt im Finale. Und egal wie diese Partie ausgeht, ich bin so stolz auf diese Mannschaft. Wir haben es bis ins Finale erreicht. Natürlich wollen wir es jetzt gewinnen. Gar keine Frage. Aber mal schauen. Zaleski. Ah, ter Stegen mal mit dem Fehler. Und haut da lieber mal meinen Spieler um. Nochmal alles gut gegangen, ja, für die Deutschen. Auf Füllkrug und so müssen wir alle aufpassen, ne? Ah, da ist die Lücke, aber alles gut gegangen, schlecht nicht da. Bednarek. Frankowski läuft. Frankowski mit den Schusschancen. Wir holen uns lieber die Ecke mit. Ah, die kommt gut. Und die nächste Ecke. Bisschen zu weit. Ne, die kommt gut. Boah, ja, okay. Piotrowski. Piotrowski mit den Schuss und das ist das Tor. 1:0 Polen. Was ein Traumtor. Das werden wir uns aber nochmal in der Wiederholung angucken. Piotrowski. Was ein schöner Strahl.
Hätte ich echt nicht erwartet. Da brauchen wir eigentlich auch keine Torlinientechnik. Da sieht man es auch klar. Ah, gut. Da jetzt leider nicht, aber. Egal, 1-0. Piotrowski. Sein erstes Tor. Und das ist ein wichtiges Tor. Wer weiß, vielleicht kommt nachher noch mal die Torlinientechnik, wo wir es dann auch noch mal zeigen können. Starke Kitsche. Ah doch, Zaleski. Zaleski macht's alleine und holt die Ecke raus. Kommt nochmal die Wiederholung oder ist es doch nur die Parade? Es ist doch lieber nur die Parade, die sie zeigen. Ey! Okay, den hatte ich mir einfach erobert, krass. Einwurf. Piotrowski. Piotrowski, ja, diesmal ist da jemand und blockt den Ball ab. Aber Piotrowski direkt wieder und da ist er wieder. 2 zu 0. Ey, Traumtor. Zwei Traumtore von Piotrowski. Der Typ, der hat's doch in sich. Warum muss ich einfach direkt aus der zweiten Reihe probieren mit ihm? Der holt noch den Dreierpack heute ab. Erstmal aufpassen, Bambi passt. Let's go. Da bleibe ich leider hängen. Piatek. Oh ne, aufpassen. Das gibt gelb. Ah, nächstes Vorteil. Nächster Vorteil. Oh ne, alles weg. Ja, da ist die gelbe Karte. Für Bug. So. Und da ist das Tor. 3-0. Piatek. Aber war da Marc-André-Ter-Stegen dran, ne? Famos. Also es scheint so. Er sieht nicht glücklich aus. Wir gucken uns hier nochmal an. Oh ja. Oh ja. Vorentscheidung, Fragezeichen. Stark, Szczęsny. Stark, Szczęsny. Piatek. Piatek. 4-0. Wir kontern Deutschland aus und da ist das 4-0 und das soll es definitiv gewesen sein. Und wir sehen uns gleich wieder. Zweiter Abschnitt, let's go. Piatek hat einen Doppelpack und Piotrowska auch.
Einer von den beiden wird heute noch einen Dreierpack schnüren. Das sage ich euch. Aber erstmal Frankowski mit der Chance. Schade. Er legt sich einfach dahin oder was? Ja, 1 Bambi. Den Florian Wirtz macht's. Koski, schade. Ecke. Buxa 5-1. Das riecht nach Vorentscheidung. Fünf zwei. Niklas Füllkrug. Ecke. Wieder Ecke. Kommt jetzt. Das 6-2. Nein. Leider nicht. Wäre aber auch ein bisschen zu lustig gewesen. Oh, Schiri. Kann man eigentlich pfeifen, ne? Stark schächen. Ah, noch ich auch noch mal mit der gelben. Thomas Müller wird ausgewechselt. Stark Keeper. Oh, Torwart, 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 Torwart. Oh nee, ein Glück. Ja, es riecht nach dem Pokal. Schade. Piatek, schade. Gündogan aufpassen. Frankowski, das ist nie mit dem Abseitsschild. Ich bitte dich.
5-3 fast. Also gut gegangen wieder. Ey, wieder ist hier so ein Torbug. Wieder kommt dieser Fehlpass zustande. Stark. Koski mit der Chance. Ey! Schiri. Kann auch geben. Ecke? Ja. Warum auch 11 Meter, ne? So kein Grund. Das war's. Wir gewinnen die EM mit 5:2. Deutschland muss ich leider geschlagen geben. Let's go. Durch 2 Traumtore. Von Biotrowski. Let's go. Da ist unsere 3. Die nimmt den Pott und schmeißt ihn. Genau jetzt hoch. Let's go. Da ist er, der Pott. Da ist er. Wichtig. Die EM gewinnt Polen. Jawohl. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Heute und da sind wir wieder und wir sehen es. Türkei, Spanien und Kroatien. Rausgeschossen. Deutschland hat England besiegt. Ungarn besiegt. Und dann die Franzosen besiegt. Und dann haben wir die Deutschen besiegt. Let's go. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo lassen. Und dann sieht man sich. Zum nächsten Mal haut rein und ciao.